So, willkommen zurück bei Wolf bei der RP. Ja, mit Pokémon Blau Nuzlocke. Im letzten Part haben wir hier den Weg aufgemacht und jetzt versuchen wir uns an diesem Glumanda vorbei zum Professor, der da drin steht, hervorzuarbeiten. Spike ist ein bisschen angeschlagen, was seine AP angeht und jetzt geht das wieder los. Sag mal, ich habe das Gefühl, die letzten beiden Parts haben genau so angefangen. Jetzt hätte ich schon beinahe einen Hyperball dafür verschwendet. Einen Hyperball. Ein Hyperterank, was red. Hyperheiler, Mann, ey. Oh, Leute, wie viel Uhr haben wir? Ja, fast 10. Also abends. Ich war eben noch mittags leider wegen seinem Geburtstag unterwegs. Ja, ich habe das jetzt doch alles an einem Tag aufgenommen, aber zeitversetzt. Und ich finde gerade die Pokéflöte. Ich bin gerade blind. Ach, ich bin ja froh, dass Nintendo zumindest hier keinen Einspruch erhebt. Ja, ich habe ja erwähnt, mein anderes Projekt, das ich gerade gestartet habe, das ihr inzwischen auch schon angespielt gesehen habt, davon wurden ja inzwischen von 9 produzierten Parts 4, an denen ich keine Werbung schalten darf, weil da Musik von Nintendo dabei ist. Aber was soll's. Es lohnt sich nicht, über verschüttete Milch zu weinen, das bringt ja eh nichts. So, und Seppi darf sich jetzt mit dem Typen da prügeln. Oder zuerst mit jemand anders. Nämlich mit Smogmog. Ich wusste gar nicht, dass das dich auch hier drin gibt. Also, klar, in diesem Spiel ja, in dieser Ebene wusste ich es jedoch nicht. Ich habe schon wieder Insekten in meinem Zimmer. Ich fürchte immer, dass das Mücken sind. Weil Mücken, das kann ich überhaupt nicht, aber ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber so Mücken, das ist das schlimmste Insekt, was in einem... Ja, ich wollte gerade Spinne sagen. Spinnen sind ja gar keine Insekten. Aber es ist... Spinnen sind die schlimmsten Tiere, die reinkommen können. Ja, ich hätte lieber eine 30 Meter lange Python im Zimmer, als eine Spinne. Hier wäre der ideale Platz für ein Labor. Ja, also macht man erstmal alles platt, ne? Damit man da das Labor aufbauen kann. Und die schlimmsten Insekten sind eindeutig Mücken. Mistviecher, also mich erwischen sie immer voll. Also ich weiß nicht, ich kann mit Personen in einem Zimmer schlafen, die haben dann vielleicht mal einen, wenn es hochkommt, und ich dann 80. Na, gefühlt wahrscheinlich sind es dann so 12. Ich habe mal nachgezählt, ich glaube meine Höchstzahl an Mückenstichen, die ich in einer Nacht bekommen habe, war 16. Ich weiß nicht, ich höre ja immer mal... So, süß, ja, das denken Mücken auch. Ich nicht. Und Turtok kann explodieren, das habe ich immer noch nicht vergessen, das habe ich auch immer noch nicht überwunden. Auch wenn das noch nie jemanden umgebracht hat, ich möchte nicht drauf anlegen. Was habe ich nur falsch gemacht? Die haben mich angegriffen, du Depp. So, hier sind wieder Betten, ich find's doof, ich kann mich hier gar nicht zur Ruhe legen. Und da ist Kangama. Ja, hier gibt's eine Menge Pokémon. Boden, ich habe leider keine Kampfattacke. Seppi hätte ich gerne den Turmkick beigebracht, aber das kannst du ja nicht lernen. Der Krabhammer. Der Krabhammer ist nicht... Ja, es ist die Attacke, die ich am liebsten behalten hätte, aber es ist ja nicht effektiv und Seppi macht das auch so schon ganz gut. So, ein versteckter Schalter, wer würde es nicht tun, den zu drücken? Und wir drücken natürlich alles. So, jetzt kommen wir hier... Superdrank. Der Arena-Schlüssel wäre mir lieber gewesen. Ich glaube nicht, falls ich dieses Spiel jemals wieder anrühre. Und nur wenn es ein... wenn ich das irgendwann als Replay nochmal spiele oder so, falls ich dann irgendwann mal mehr Zuschauer haben sollte. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wen ich grüßen sollte. Im nächsten Part, ich verspreche es. Also spätestens... Was heißt spätestens? Am Montag wirst du gegrüßt. Poste mal hier, du weißt schon, wer gemeint ist. Poste mal nochmal einen Kommentar hier drunter. Keine weiteren Items tragen. Das ist ja wohl hier. Super Trank. Hier, Erich. Hau rein.
Holzer findet TM30. Okay, ich habe jetzt eigentlich damit... Wie viele Insekten habe ich hier im Zimmer? Ich hatte jetzt eigentlich damit gerechnet, dass es der endlich mal der Arena-Schlüssel wird. Dunkelnebel. Ich will keine rauchenden Pokémon. Komm, das wird er jetzt aber sein. Ich kann keine weiteren Items tragen. Ja, ich hab's vergessen. Ich hab doch so ein verdammtes Kurzzeitgedächtnis. So, Aufwecker, Müll. Ja, der Aufwecker ist Müll. Weg damit. Fragezeichenöffner. Ja, das war der Öffner für die Arena. Aber jetzt muss ich... Ja, jetzt muss ich hier wieder rauskommen und ich habe kein Fluchtseil dabei. Na, jetzt wieder der ganze Weg rückwärts. Ist das nicht lustig? Antwort, ja, es ist nicht lustig. Ich würde es ja schon freuen, wenn wir das in diesem Part noch hier rausschaffen. Es ist immer so ein weiter Weg, so unheimlich weit. Ja, das Schlimme ist, wir müssen, damit wir rauskommen, müssen wir den Schalter da oben nochmal drücken. Ja, Glumanda, ich kenne mir schon. Ich sag's euch, dieser Bereich hier, diese Villa, wird unsere AP so reduzieren. Also die hat unsere AP ja schon reduziert. Ich bin ja froh, dass wir so viele Pokémon mit so vielen Attacken da haben. Die Viecher gibt's hier zu Tausenden. Ja, ich wusste gerade nicht. Ich wollte erst en masse sagen, hatte aber zu schon gesagt und dann nee. Die gibt's hier zu Tausenden und wir können. Wir dürfen sie nicht fangen. Oh, jetzt habe ich mich verklickt und es ist trotzdem aufgewacht. Das ist ja schön. So, jetzt bring's um. Böses Glumanda. Übrigens, ich suche immer noch Leute, die bei meiner... Ja, die für das Event, was ich geplant hatte, dass ich Geschichten vorlese, egal welche, können sich um Pokémon drehen, die können sich um andere Spiele von mir drehen, die können, was weiß ich, Kindergeschichten von mir aus auch erotisch. Wenn ihr das gerne von mir hören wollt. Das ist mir völlig egal, ich lese alles vor. Ich glaube, jetzt habe ich den Schalter zu viel gedrückt. Auf jeden Fall kommen wir hier so nicht raus. Auf jeden Fall Geschichte schreiben, raussuchen im Internet, ist mir völlig egal. Und dann mir schicken. Es wäre ganz, ganz toll, weil dann kann ich die Vorlesen machen. Let's read am Ende des Monats oder jetzt am Anfang des Monats. Ich wollte dich schon seit Monaten machen. Oder wer mal mit mir zusammenspielen will, der darf ja sich auch gerne melden. Der muss dann aber ein ganzes Let's Play durchhalten. Ja. Weil nochmal so Aktionen wie mit Pokémon hier, dass ich dann mittendrin das zum Solo-Projekt, wie derzeit all meine Projekte, erklären musste. Außer das neu angefangene jetzt, das ist das einzige, wo ich jemanden habe, der dann auch permanent dabei ist. Hoffe ich. Bisher hat es ja geklappt. Und so lange ist das Spiel ja nicht. Steppy sollte ich vielleicht mal heilen. Oder austauschen. Je nachdem. Sind ja eigentlich bald draußen, da lohnt es sich nicht mehr zu heilen, da wird Austausch völlig reichen. Ja, auf jeden Fall, schreibt mir die Geschichten, verlinkt mir die Geschichten als Privatnachricht. Wer noch irgendwelche Fragen dazu hat, darf mich gerne anschreiben. Das ist alles kein Problem. Aber ich würde halt gerne mal mindestens eine Geschichte haben, die ich als Let's Read machen kann. Und falls irgendjemand vom Team zusieht. Es kann auch passieren, dass jemand sagt, er möchte von euch die Geschichte vorgelesen haben. Und dann müsst ihr die vorlesen. Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich eher darauf hinauslaufen, dass ich die Geschichte vorlesen soll. Und das mache ich dann auch. Dann lese ich die vor. Aber dann muss auch jetzt jemand Geschichten schreiben, ne? Also entweder schreiben oder raussuchen. Ist mir völlig wurscht, aber Hauptsache ich krieg welche. Dann hört ihr mich mal in meiner Erzählerstimme. Nein. Mal gucken, ich weiß noch nicht, wie ich so vorlese, aber ich gebe mir Mühe. Und die wird dann einmal richtig stilvoll vorgelesen. Und ihr werdet natürlich erwähnt. Außer ihr schreibt mir, nee, das ist mir peinlich, ich hab dir jetzt hier die Geschichte von der schlimmsten Nacht meines Lebens aufgeschrieben. Die sollst du vorlesen, aber ich möchte nicht, dass jemand weiß, dass ich das war. Auch wenn ich nur meinen Vornamen genannt kriege. Das möchte ich nicht. Erwähne mich bitte nicht, dann mache ich das natürlich nicht. Wenn ihr sagt, ihr möchtet nicht erwähnt werden, dann werdet ihr nicht erwähnt.
Tut mir leid, dass ich da so ein bisschen drauf beharre, aber es schreibt mir ja keiner, also muss ich da ein bisschen standfest sein. Und wir verschwinden jetzt mal aus dieser fürchterlichen Villa. Ah, mach mal, dich haben wir ja auch gefangen, Stitch. So, den machen wir kalt. Ich weiß, schlechtes Wortspiel, aber ich mag schlechte Wortspiele, das wisst ihr ja inzwischen. Ja, und das Vieh hat Hydropumpe drauf. So sieht's auch aus, wie als hätt's ganz viel gepumpt. Wolf, hör auf mit den schlechten Wortspielen. Erzähl hier was Lustiges. Ja, ich weiß nicht was. Seppi ist Level 46, das ist doch lustig genug. Und da unten kommen wir jetzt zum Glück wieder raus. Das habe ich mich schon immer gefragt. Wenn man hier reingeht, hat man nicht die Auswahl, wo man rauskommt, wo man reingeht. Aber wenn man aus so einem Seitending, wahrscheinlich ist der hier irgendwie aus dem Fenster geklettert oder so im zweiten Stock. Hat ich abgesagelt. So, und wir gehen jetzt erstmal ins Pokémon Center, legen die Items ab und heilen unsere Pokémon. Danke, falls jetzt irgendeiner aus Reflexgesundheit gesagt hat. Vielleicht habt ihr auch gar nicht gehört, dass ich genießt habe. Das kann auch sein. Das kommt drauf an, wenn das irgendwie als schlechte Aufnahme drin ist. Also ich nehme den Sound hier extern auf. Und wenn es da irgendwie schlecht klingt, zu laut ist, zu leise ist, sich anhört, als ob das der Weltuntergang auf Ton ist, dann habe ich es rausgeschnitten. Dann habt ihr das gar nicht gehört und dann sage ich, dann hört ihr nichts und ihr habt ja mitgekriegt, wie es war. Muss ich euch ja nicht nochmal hervorkauen. Ihr seid ja schlaue Leute. Genauso wie es schlau von mir war, meine Pokémon nicht zu heilen. Auch sehr schlau. So. Damit da kein Ton erhoben wird, keine Rechte erhoben werden, gehe ich gleich mal in die Arena rüber. Aber vorher möchte ich mein Pokémon mal austauschen. Ich glaube, Muddy macht den Start. Ich bin mal echt gespannt, was dieser Arenaleiter wer ist und was er kann. Und ich hab mal wieder Schluck auf. Hey, warte, du Champion in Spee. Der hitzköpfige Pyro ist ein Feuer-Pokémon-Spezialist. Du solltest sein Mütchen mit Wasser kühlen. Und besorge dir Feuerheiler. Ja, ich brauch keinen Feuerheiler, weil der hat keine Feuerattacken. Zinnoberinsel, Pokémon-Arena, Leitung Pyro. Bisherige Sieger, Ash. Nee. So. Den müssen... Ach, egal, ob wir den besiegen müssen oder nicht, wir bekämpfen ihn. Ich war ein Dieb, doch nun bin ich ein ehrenhafter Trainer. Das freut mich für dich. Mann möchte kämpfen. Tja, habe gleich Mio mitgebracht. Ja, jetzt haben wir alle. Der eine Dieb hatte... Mewtwo dabei und das da ist jetzt das passende Mew dazu. Auf das Donner keine Wirkung hat, ja. Sehr, sehr merkwürdiges Vieh. Das macht mir zu viel Schaden. Also klar, es macht den Schaden, den es einprogrammiert hat. Aber der Knochenmerang sollte die ganze Sache relativ easy regeln. Ich hätte vielleicht eine Wasserattacke benutzen sollen. Bin ich denn blöd? Ich möchte darauf keine Antwort haben, verstanden? Das Ding macht 36 Schaden, ne? Nicht, dass es 45 macht. Egal, ich heile mich lieber vorher. Ich bin lieber auf der sicheren Seite. Einmal zu viel geheilt, als einmal zu wenig. Weil sonst haben wir Muddy verloren und Muddy wollen wir nicht verlieren. So, jetzt passe ich auf. Zieht 36 ab mit seinem komischen Geowurf. Ja. Und jetzt surfen wir das Vieh um. Das sollte es jetzt eigentlich nicht überlebt haben, ja. Hätte ich gleich machen sollen. Smetbo, darum kann sich jetzt auch Muddy weiterhin kümmern. Das ist ja nicht mehr so das Problem. Aber ich habe das Gefühl, jetzt so auf hohem Level gehen die Arenaleiter nicht mehr vom Level her so weit auseinander. Ihr habt ja gesehen. Die Sabrina hatte ja kein viel höheres Level als Koga. Ich glaube, zwei Level war so drüber. So, und das ist auch wieder ein Feuer-Pokémon. Ich habe mich geirrt. In dieser Arena laufen schon Feuer-Pokémon rum, aber man kriegt sie mit Surfer ja relativ gut klein.
Ja, überroll. Mutti, halt bloß aus. Hier, du bist Würdenträger. Und damit ist Slimog auch erledigt. In Gedenken an Dexter, das Pokémon, das vom Hornbohrer vernichtet wurde. Ja, Volzer besiegt man. Ich ergebe mich. Willkommen beim Pokémon-Rätsel. Weißt du die richtige Antwort, dann öffnet sich die Tür. Ist die Antwort falsch, dann musst du kämpfen. Je mehr Antworten du weißt, desto fitter sind deine Pokémon beim Kampf gegen den Arenaleiter. Lass uns beginnen. Entwickelt sich Raupi zu Smetbo? Ja. Und die Antwort ist richtig. Geh weiter. Ja, ich bekämpfe die Arena, also die Typen, die hier rumstehen, eh. Deshalb ist es eigentlich völlig wurscht, ob ich hier die Rätsel richtig habe oder nicht, aber ich tausche mal das Pokémon aus. Ich möchte sie euch trotzdem nicht vorenthalten und deswegen werde ich die systematisch erstmal die Trainer kaputt hauen und dann die Rätsel machen. Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Sehr, sehr heiß, wenn ich da an die Beschreibung von Glurak aus dem Pokédex denke. Trainer möchte kämpfen, ja. Hey, der hat ein Fossil aufgetaut. Ja, könnten wir ja auch. Gruß an Misu an dieser Stelle. Ja, ich weiß, den einen wollte ich grüßen, den habe ich aber vergessen. Zieht. Ja, Dunkelnebel, das rettet dich jetzt. So, dann zimmern wir ihm gerade mal mit dem Irrschlag auf sein komisches Horn, hauen ihm in den Schädel rein und dann ist der Fisch tot. Na, aber Sushi draus. Alufolie eingerollt. In Seetang eingerollt, Leute. Ich rede schon wieder Schwachsinn. Ein Taubsi. Ja. Super Feuer-Pokémon. Das Taubsi. Das hält aber ganz schön viel aus für ein Taubsi. Und das Weißnebel, das raucht nicht, das kifft. Ich rede schon wieder Müll. Ihr wisst, dass ich Müll rede, oder? Das hat ja nicht mal Lippen. So, ein weiteres Pokémon bezwungen. Und das letzte ist ein Enton. Der Trainer ging wesentlich einfacher als der letzte, aber liegt vielleicht daran, dass er kein Mew dabei hat. Ja, Steinhagel wird blockiert. Versuchen wir es aber mit dem Irrschlag. Und es setzt Härtner ein. Dann doch nochmal den Donnerschlag. Der verfehlt mal wieder. Gnadenlos. Doppelkick. Ja, interessiert Erik mal kein Stück. Deswegen fliegen wir eine Runde. Ja, Attacke wird nicht mehr blockiert. Das ist schön. Sieg! Autsch, heiß, sehr heiß. Ja, gut, ich würde aber sagen, wie es mit diesem Trainer und den Rätseln hier aussieht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Also würde ich sagen, ich speichere hier, guck mal, wie der Typ heißt und wir sehen uns am Montag mit dem nächsten Part. Tschüss, bis dann, euer Wolf.